Kapitel 20. Für den Ruhm. Es ist entschieden. Epsilon schlägt Krakrak und bringt ihrem Team den 3:1 Sieg. Somit stehen die Gegner von Polana Vatra im Finale fest. Nach einer zweistündigen Pause sehen wir uns hier wieder und werden sehen, wer den Champion-Titel an sich reißen kann. Altbekannte Veteranen oder die Neuankömmlinge, welche die Liga an der Wurzel packten und nicht einmal einen Kampf verloren bis an diesen Punkt. Es war wirklich keine Überraschung gewesen. Abgesehen von manchen Situationen in Slash gegen Iron Fist, waren die meisten Duelle der Favoriten nicht einmal knapp gewesen. Epsilon, Siraora, Monagoras. Sie waren ihrem Rang gerecht geworden und hatten das Finale erreicht. Andererseits stand die größte Herausforderung noch bevor. Ihren Rang überbieten. Polana Vatras makellosen Rekord ruinieren. Und dies in einem Kampfformat, welches für das Zweierteam noch einmal vorteilhafter schien als das bisherige 3 aus 5. Stattdessen war das Format des letzten Duelles hier dasselbige, welches in Epsilons einstiger Zeit im Champion-Duell ausgespielt wurde. Du hattest recht, Epsilon. Diesmal können wir endlich gewinnen. Es fühlt sich so gut an, nach so vielen Saisons endlich gegen Iron Fist zu gewinnen. Das ist das erste in fast 10 Malen. Sei mal nicht so optimistisch. In den meisten Saisons wäre ein Sieg über Iron Fist nahe dem Gesamtsieg. Wenn nicht gerade Nordica noch im Weg steht. Aber die Ära Polana Vatras beginnt gerade. Die größte Hürde steht noch bevor. Dass du das gerade sagst, müsste für dich das Wichtigste nicht schon geschafft sein. Polana Vatra bekommt ihre Rüstung, egal was passiert. Im Prinzip ist das, was jetzt noch passiert, nur ein Duell um Ruhm. Was nicht heißt, dass ich den Titel nicht will. Nur ein Duell um Ruhm. Es war wohl besser, dass Siraora nichts ahnte. Aber trotzdem war sein Kommentar mehr als nur inkorrekt. Natürlich hatten Polana Vatra sich bis hierher vorkämpfen müssen. Epsilon hatte ihnen selber zwar gesagt, dass sie zu zweit in der Liga sein könnten, in der Königsliga die Spitze erklimmen könnten. Das große Problem dabei war jedoch, dass sie Polana Vatra Mut machen wollte, aber eigentlich nicht geglaubt hätte, dass es tatsächlich möglich wäre. Noch mussten allerdings 2 weitere Stunden vergehen. Eine Zeitspanne, die eigentlich zum Ausruhen gedacht war. Jedoch bezweifelte Epsilon, dass sie Ruhe finden würde. Noch einmal weniger, seitdem sie einen einzelnen Satz gehört hatte, durch welchen sie bereits genau wusste, welchen Gefallen sie von Polana Vatra verlangen würde. Wo aber nun der Name Polana Vatra fiel? Sie waren es auch, auf wen Team Slash schnell traf, als sie vor das Stadion Crowning traten. Offensichtlich war Zufriedenheit eine Emotion, welche in beiden Teams sehr verbreitet war. Epsilon war wie so oft die Einzige, die dies nicht teilte. Ihr habt es auch geschafft. Das war großartig. Ich habe lange nicht mehr gesehen, dass irgendjemand Iron Fist so fertig gemacht hat. Ach, warst du gar nicht dabei, als ihr selber sie am Anfang der Saison bekämpft habt? Das war ein Bester aus 3, die zählen doch kaum. Einmal schlecht aufgewärmt und man verliert da. Mich überzeugt ihr nicht. Wollt ihr dafür sorgen, dass wir unvorsichtiger werden, damit ihr das Finale gewinnt? Ich meine, ganz offen gesagt, wozu? Im Prinzip geht's doch um ohnehin nichts mehr außer einen Titel. Wir haben für die Plot Armor gekämpft und die haben wir jetzt so oder so, egal wie das Finale ausgeht. Dann könnt ihr uns hier einfach gewinnen lassen. Davon träumst du. Wir wollen trotz allem auch den Titel, wenn wir ihn denn gewinnen können. Außerdem willst du doch nur unsere Wette gewinnen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Die Zeit ist gekommen. Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Eine weitere Saison wird in den nächsten Momenten ihr Ende finden. Und neue Champions werden gekrönt.
Gegeneinander stehen alte Bekannte der Liga. Ein langzeitiges Top-Team. Bisher jedoch ohne einen Titel. Team Slash. Ihnen gegenüber treten enge Freunde der Ligaspitze. Ein Team, welches letzte Saison Zuwachs bekam und seitdem unschlagbar wirkt. Trotz dem Mangel an Teammitgliedern. Polana Vatra. Beide Teams schickt eure ersten Duellanten. Viel zu planen gab es nicht gegen ein Team unausgeglichen wie Polana Vatra. Monagoras stünde am besten gegen Kell. Alles andere war im Prinzip egal. Trotz dem Fakt, dass Monagoras als einziger tatsächlich einen Gegner konterte, eigentlich sogar beide, war direkt sicher, dass er keine Runde beginnen würde. Denn zwar war Gestein auch stark gegen Aurora, doch gleichzeitig bezwang Fee Monagoras. Also käme es darauf hinaus, wer besser auswich und mehr austeilte. Beides Bereiche, in denen der Drache Aurora wohl unterlegen wäre. Weshalb es wie eine beinahe sichere Niederlage wäre. Somit würden Seraora oder Epsilon anfangen. Wenn Aurora im ersten Duell kämpfte, würde Monagoras folgen. Wenn nicht, dann folgte das andere Pokémon von Seraora und Epsilon. Den allerersten Auftritt dieses Duells wollte sich Team Slashs Leiter nicht entgehen lassen. Und Epsilon hatte nicht vor, sich um die Position zu streiten. Und die Hoffnung, in Runde 1 nicht kämpfen zu müssen, hatte sie ebenfalls, da Seraora sich Aurora gegenüberstellte. Egal wie dieses Duell ausging, Kell musste folgen und damit könnte Monagoras hoffentlich einen Sieg herausholen. Wenn Seraora vorher seinen Job tat, dann hätte Team Slash bereits sofort eine Führung. Allerdings war dies nicht die simpelste Bedingung. Seraora war eindeutig ein besserer Ringkämpfer als in jenen Zeiten, in denen Team Slash nur aus Epsilon und ihm bestand. Doch auch Aurora war eine bessere Ligakämpferin, als sie es dort jemals gewesen war. Und ihr Könnensanstieg war deutlich größer. Was allerdings eine starke Tendenz aufzeigte, war erneut Seraoras simpler Besitz der Lanze, da auch Aurora im Fernkampf brillierte. Die Fähigkeit, jedes Projektil zu nullifizieren, nein, sogar für sich zu nutzen, war alleinig einfach eine Technik, die manche Kampfstile völlig nullifizierte. Und zwar war Aurora theoretisch gesehen bereit für einen Nahkampf. Gerade da sie mit Kell, einem Meister dessen, trainiert hatte. Doch genau deshalb entschied sich Seraora auch gegen diesen. Zwar hatte er keine starken Projektile, um auf Distanz zu bleiben, doch die Reichweite seiner Lanze war höher als jene, welche Aurora alleine mit Bissen und Krallen abdenken konnte. Auf einen derartigen Kampf in mittlerer Distanz war das Vulnona eindeutig weniger gut vorbereitet. Zwar hatte sie immer noch einige Tricks auf Lager und gewann etwas mehr Kontrolle, als der Kampf voranschritt. Doch es war zu spät, um noch eine Chance zu haben. Monagoras gegen Kell war ein Duell, welches vor allem durch zwei Dinge geprägt wurde. Den unglaublichen Typenvorteil von Monagoras. Und das extrem überlegene Können Kells. Allerdings war Können nicht immer alles, was zum Sieg vonnöten war. Dies zeigte sich in diesem Duell deutlich. Kell war agiler. Seine Angriffe hatten mehr Kraft. Er zeigte deutlich mehr Strategie. Aber Monagoras schien die Angriffe einfach nicht zu interessieren. Während seine eigenen zwar eigentlich weniger Wucht hatten, aber das Ziel trotzdem weltenstärker trafen. Es half auch nicht, dass die bevorzugte Zweitwaffe des Löwen das Element seines Gegners war. Es zeigte sich ja eine deutliche Schwäche beider Kämpfer Polana Vatras. Sie hatten ihre Kampfstile und Alternativen. Aber wenn all dies nichts half, war die Improvisation unzufriedenstellend. Für den Moment fiel dem talentierten Nahkämpfer nichts ein, außer zu versuchen, aus der Ferne Erdbeben zu nutzen.
keine Taktik, die gegen einen Königsliga-Kämpfer auf Monagoras Level genügen würde. Erster Punkt für Slash. Polana Vatra sind im Zugzwang. Sollten sie nicht schnell handeln, ist dieses Duell zu Ende. Epsilon war noch nicht am Zug gewesen. Somit begann sie selber Runde 2. Und offensichtlich hatten die Gegner ihres Teams die Strategie bereits durchschaut. Und erahnt, dass Kell eine schlauere Wahl für den Anfang wäre. Auch wenn Epsilon innerlich nicht unglücklich über diese Wahl war. Polana Vatra waren nur 2 und diese Schwäche wurde hier deutlich. Es war bereits klar, dass Seraora erneut Aurora gegenübertreten und vermutlich siegen würde. Einfach da das Zweierteam keine Ausweichmöglichkeiten hatte. Deswegen, wenn das Zoroark nur gegen Kell gewann, dann wäre der Kampf bereits entschieden. Jedoch bemerkte die einstige Kaiserin sofort, dass der Rückstand Polana Vatra kaum zu stören schien. Ihr Feind wirkte selbstbewusst und schnell wurde klar, weshalb. Bevor irgendetwas im Kampf geschehen konnte, bildete der Löwe eine kleine Feuerkugel, welche nun vor ihm schwebte. Den Sinn hiervon verstand Epsilon erst, als sie versuchte, ihre Klinge aus den Schatten zu gewinnen. Jene kleine Feuerkugel schoss nämlich sofort an jenen Ort, an welchem die Schatten waren, und erleuchteten den Bereich. Feuer war ein Element, Hitze, aber für Kell hier am wichtigsten Licht. Sofort musste eine Planänderung her, als das Zoroark nach dem Feuerball schlug, welche jedoch unbeeindruckt wirkte. Es war Feuer! Das kann man nicht einfach schlagen. Zwar konnte Kell sich nicht leisten, Fels oder Feuer zum Angreifen zu nutzen, da beides Schatten kreieren würde, wenn er es nicht akkurat steuern konnte wie die winzige Kugel. Doch wenn jemanden das nicht störte, dann war es Kell. Ein Zwang zum Nahkampf störte ihn wirklich nicht. Selbiges galt normalerweise auch für Epsilon. Aber sie hatte ihr Schwert nicht. Und offensichtlich hatte ihr Feind auch nicht das Bedürfnis, ihr dieses zu lassen. Also musste eine Alternative her. Epsilon konnte mit Spukball versuchen, aus der Distanz zu kämpfen. Und wenn Kell mit Distanz erwiderte, dann könnte sie daraus Schatten gewinnen. Wenn der derzeitige Kampf Nähe erzwingen wollte, würde Epsilon nicht gehorchen. Was jedoch problematisch war die Agilität des Gegners, welcher völlig unbeirrt jedem Projektil auswich und kaum Zeit ließ, nach einem solchen noch zu reagieren. Epsilon würde nicht gewinnen, wenn sie nicht irgendwie an Schatten käme. Aber Kell tat alles, um dies zu verhindern. Seraora musste also den Ausgleich erzielen. Er trat Aurora gegenüber aufs Feld. Siegessicher und entschlossen. Aurora war sichtlich nicht überrascht von der Wahl ihres Gegners. Aber gleichermaßen wirkte sie nicht sonderlich unsicher. Und schnell zeigte sich auch warum. Improvisation im Moment war sichtlich keine Stärke des Duos. Doch die Bedenkzeit in der Kabine hatte geholfen. Sofort stürzte Hagel vom Himmel und ein seltsamer Schleier umgab Aurora, als Eiszacken aus dem Boden schossen. Während Seraora sich direkt in die Offensive begab, war Aurora schon lange wieder bereit zum Kontern. Eine nächste Eissäule, direkt unter Seraoras Füßen, sollte den Treffer bringen und tat dies auch. Weder Nahkampf noch ein Projektil, aber doch vorhersehbar. Wenn Seraora nun bereit kämpfte, würden solche billigen Tricks jede Wirkung verlieren. Der Hagel nervte zwar und das umgeformte Kampffeld war auch ein Hindernis, aber grundlegend sollte der Kampf immer noch auf der gleichen Basis ablaufen wie noch der erste. Und prinzipiell wäre das auch richtig. Auf einer mittleren Distanz hatte Aurora keine Chance. Aber dazu müsste dies erst einmal klappen.
agile Sprünge übers Eis und schier unsichtbare Schlangenlinien zwischen ihnen. Kombiniert damit, dass der Platz zwischen den Eissäulen teils zu klein für die lange Lanze war, machten es schwer, diese effektiv zu nutzen und Kontrolle über das Geschehen zu bewahren. Gleichzeitig war es aber keine Alternative, sie schwinden zu lassen und ohne Lanze zu kämpfen. Denn damit würde eine Verwundbarkeit gegen Projektile entstehen, die man gegen eine Feindin wie Aurora wirklich nicht haben wollte. Nachdem sie sich ein wenig im Kampf eingefunden hatte, begann nun auch Auroras Hauptoffensive. Seraora war nun zu vorsichtig, um erneut in Eissäulen zu rennen. Jedoch konnte Aurora diese immer noch als Waffe nutzen, indem sie sie zerbrach. Was jedoch daraus entstand? Eissplitter. Eissplitter. Welche Projektile waren? Und genau dies bemerkte Seraora sofort, als er sich bereit machte, den Angriff zurück zur Absenderin zu schicken. Es lief alles nach Plan. Nur eben nicht nach Seraoras. Denn Aurora hatte genau mit diesem Zug des Gegners gerechnet. Die Eissplitter als Köder ausgelegt. Wenn Seraora nämlich diese reflektierte, sprang Aurora hoch hinaus und schoss einen Eisstrahl ab. Einen weiteren, deutlich stärkeren Projektilangriff. Für welchen Seraora nun jedoch nicht mehr die defensive Ressource der Lanze hatte, da er mit dieser gerade noch gegen die Eissplitter vorging. Somit blieb keine Defensive übrig. Der Eisstrahl traf mit voller Kraft und ließ Team Slashs Leiter gefroren zurück. Er würde erst wieder auftauen, sobald er den Ring verließ. Und Aurora war großzügig genug, diesen Gefallen sofort zu tun. Polana Vatra lassen sich nicht unterkriegen und antworten sofort mit einem eigenen 2:0 um den Ausweichen. Eine letzte Runde wird diese Saison entscheiden.